Hallo, heute mache ich ein kleines Review über die verschiedenen Farbschemen auf den Würfel. Und zwar ist das bei den Colored Cubes so. Wie man hier sieht, habe ich einen Full Colored Dian Guhong Version 2. Hier ist gelb und auf der anderen Seite gegenüber ist normalerweise weiß. Aber wie man hier gerade sehr schön sieht, ist das schwarz. Zuerst einmal, bei Stickern ist es eigentlich relativ einfach, dass man sich einfach schwarze Sticker drauf tut. Dann hat man damit gar keine Probleme, kann dann einfach auch eine andere Farbe nutzen, anstatt jetzt hier irgendeine normale Farbe. Also statt Rot könnte man beispielsweise Lila nehmen. Dieses Beispiel, oder Orange, kann man statt Orange Lila nehmen. Auf dieses Beispiel werde ich gleich noch eingehen. Aber man könnte halt ja diese Sticker austauschen. Und das Problem dabei ist, dass Sticker ja generell abgehen. Und den hier hat sich ein Freund gekauft, weil er einfach generell irgendwie die Sticker sehr schnell abkratzt oder irgendwie abbekommt. Einfach nur, weil er damit cubt. Das ist nicht so, dass er es jetzt abkratzt, sondern die gehen wirklich schnell bei ihm ab. Und deswegen wollte er halt einen Full-Colored Cube. Und in der Regel sind die Full-Colored Cubes ganz normal orange, blau, rot, grün, gelb und normalerweise weiß. Die Sache ist nur bei ihm gewesen, dass er einen weißen Würfel hatte und konnte das mit Gelb nicht so gut unterscheiden. Das heißt, wenn er irgendwie jetzt so ein F2L-Paar hier unten gebildet hatte, hat er es zum Teil mit diesem gelben Stein hier oben verwechselt. Und das funktioniert nicht. Beispielsweise, muss ich gerade mal gucken, wenn ich hier dieses gelbe Paar so bilde und dann einsetze, sieht man ja schon vorne und hinten, das passt nicht. Und dadurch muss man ein bisschen intensiver suchen. Da hat er also das Problem, dass er nicht wirklich die untere Ebene so schnell lösen konnte, weil er einfach mal weiß und gelb vertauscht hatte. Deswegen hatte er sich schwarze Sticker bestellt und die kann er wesentlich besser halt hier unterscheiden. Mir ist das mit diesem Gelb noch nicht aufgefallen, aber es gibt immer wieder irgendwelche Leute, die halt verschiedene Farben nicht so schön auseinanderhalten können. Es gibt auch öfters das Problem, dass man hier Orange und Rot nicht auseinanderhalten kann. Oder es gibt halt auch noch Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben. Und genau deswegen möchte ich euch jetzt einmal ans Herzen legen, dass es auch verschiedene Würfel gibt. Und das einzige Problem, was ich im Moment habe, ist, dass es eine Gewöhnungssache ist. Er hatte das Problem, also mein Freund hat das Problem, dass er hier nicht wirklich weiß bilden konnte, weil er es mit Gelb vertauscht hatte. Ich bin ziemlich sehr auf Weiß angelernt, also ich kenne mich da schon ziemlich gut aus. Und wenn ich jetzt am Anfang versucht hatte, hier mit irgendwie ein Paar zu lösen, dann ist es irgendwie relativ schnell passiert, dass ich nicht wirklich diesen Fall erkannt habe, dass hier schwarz ist anstatt weiß. Und dann hatte ich zum Teil einfach mal die Paare falsch gebildet und musste dann ehrlich gestehen, dass ich immer wieder mal neu ansetzen musste, weil ich die einfach falsch gebildet hatte. Deswegen war es für mich am Anfang ein bisschen schwierig, auf diese schwarze Fläche klarzukommen, weil ich einfach generell weiß gewohnt bin. Aber das ist halt, jeder hat einen anderen also jeder Würfel braucht eine eigene Gewöhnungssache, weil jeder Würfel dreht auch unterschiedlich. Und genauso sind die Farben auch zum Teil immer wieder unterschiedlich. Also man kann auch sich Würfel bestellen, die hier eine schwarze Fläche statt weiß haben, damit man das wunderbar mit dem gelben hier auseinanderhalten kann. Aber für die Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, die können dieses Orange sehr schlecht von diesem Rot, von diesem Grün unterscheiden. Rot und Grün selber kann man schon ganz gut unterscheiden, aber hier dieses Orange und dieses Grün, das wird dann ein bisschen schwierig. Und für diese Leute, die damit Probleme haben, gibt es sogar die Möglichkeit, ich blende mal hier so ein Foto ein, dass man, wie man sieht, eine lilane Fläche hat. Denn dieses Lila ersetzt dieses Orange und das ist wesentlich differenzierbarer und hilft dadurch, die Fälle schneller zu erkennen, besonders wenn man Speedcuben will. Dann ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man den Fall schnell erkennt. Ansonsten ist das halt wie immer ein ganz normaler Dian Guhong Version 2 hier. Ich habe den auch eingespielt schon ein bisschen, Loop reingemacht, der dreht sich gut und schnell. Das Einzige ist halt, dass er hier eine schwarze Fläche hat. Wenn man jetzt aber nicht die Möglichkeit hat,
sich so einen Würfel zu kaufen, weil der einfach nicht irgendwo angeboten wird. Das kann auch mal vorkommen. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, eine etwas teure Möglichkeit, dass man einfach den sich selber zusammenbaut. Man hat ja hier einfach die Plastikteile. Ist jetzt gerade schwer auseinander zu bekommen. Ich will ja aber auch vorsichtig sein und nichts abbrechen. So. Man hat ja selber diese Teile und man kann sich einfach einen Full-Colored Cube holen und einen schwarzen Cube. Dann kann man bei den neueren Cubes die immer hier einfach neu zusammensetzen. Dann setzt man einfach diese weiße Fläche mit dieser schwarzen und hat da schon mal weniger Probleme. Ist halt eine etwas teure Möglichkeit. In Deutschland wird so ein Cube hier nicht angeboten mit so einer schwarzen Fläche, weil die auch nicht gerade sehr gefragt sind. Ich hatte den für einen Freund bei speedcube.se mit eingekauft. Und da ist halt der Versand ziemlich teuer, 18 Euro. Also da muss man mal gucken, wie man am besten an so einen Würfel drankommt. Aber für einige trifft das nicht zu. Für die, die es zutrifft, hoffe ich, dass ich euch helfen konnte, dass ihr ein bisschen schneller die Fälle erkennen könnt, wenn ihr einen neuen Cube habt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Review zu diesem Diane Guong Version 2 Black gefallen hat. Falls ihr sonst noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir einfach hier oder auf meiner Homepage einen netten Kommentar.